Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von Metro Exodus, nicht 2033. Die letzte Folge war ja so ein bisschen kurz vor knapp aufgenommen. Die ist jetzt auch heute erschienen. Ihr wisst also, wann ich das hier jetzt aufnehme. Und in der letzten Folge bin ich ja von diesem... Nee, falscher Turm. Wo ist er denn? Genau, von dem Turm da runtergefallen. War nicht so schön. So. Und jetzt sind wir hier. So. Ich werfe mal einen Blick auf die Karte. Genau, das war das. Wir müssen einmal darüber den Teddy holen. Müssen aber auch in die Richtung zu dem Kreuz, um mit Duke zu sprechen. Also werde ich erst nochmal zurückgehen zu dem Schiff oder dem Bötchen da, werde mir das Boot holen und dann fahren wir als erstes zu Duke hin herüber. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. So. Aber eigentlich würde ich gern die Maschine hier anmachen. Ich weiß nur noch nicht genau, wie. Komme ich hier irgendwie rein? Kann ich Sachen kaputt schlagen? Oh, es geht. Okay. Dich brauche ich schon mal nicht kaputt machen. Wie sieht das hier aus? Okay, ich versuche einfach mal alle Fenster. Vielleicht bringt das was. Na, sieht nicht so aus. Nö. Kann ich nicht. Was? Ach Gott. Wie kann ich mich hier hinlegen nochmal? Ach, mit Z kann ich also auf meinen Kompass gucken. Schön. Das wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Jetzt muss ich in die Steuerung gucken, um herauszufinden, wie ich denn überhaupt mich hinlegen kann. Tastatur. Bewegen. Hocken. Ist klar. Ich kann mich gar nicht hinlegen. Ernsthaft? Okay. Verschiedenes? Nee. Springen, sprinten, hocken. Okay, ich kann mich nicht hinlegen. Finde ich jetzt ein bisschen strange, aber hier passe ich nicht durch. Ich möchte hier irgendwie rein. Das geht auch nicht. Das Nee, irgendwie ist das alles nicht sehr zufriedenstellend. Ich weiß nicht, wie ich hier reinkommen soll. Die Tür haben wir jetzt einfach mal alle übersehen. Die hat keiner gesehen. Auch ich nicht. Ich will da rein. Das Ding kriegt Strom. Von wo kriegt das Ding denn Strom? Von dem Generator hier. Muss ich ja eigentlich nur irgendwo Benzin für diesen vollen Generator finden.
Sieht aber nicht so aus, als ob es hier drin was gibt. Ich glaube, bei meinem letzten Durchspielen habe ich schon versucht, da reinzukommen und habe einfach nicht herausgefunden, wie. Oh, ich habe hier ein Schiff. Ein Bötchen. So, haben wir hier einen Benzinkanister? Nein. Nein. Leider nicht. Doch, nein. Mist. Meine Waffen bestimmt mega dreckig. Das geht also... Schön, das sind alles so neue Dinge, die ich gerade rausfinde. Das ist... Dass er das kann, das wusste ich nicht. Kann der das hier auch? Nein. Dann geht das bestimmt auch nicht an diesem... Huch, warum hat das denn jetzt... Warum hat das denn jetzt geleckt? Oh, das funktioniert nicht. So. Paddel mal schnell hier rüber und dann gucken wir mal hier drüben, ob wir hier einen Benzinkanister finden. Nix. Hm. Der hat, ja. Hier was an. Kommt mir gerade fast so vor. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Hier ist nichts, womit wir was anfangen können. Das ist irgendwie bedauerlich. Ja gut, dann schau. Oh. Jetzt bin ich auf so einem kleinen Xenomorph rumgetrampelt. Irgendwie leckt das heute. Ich weiß nicht warum. Was haben wir da drüben? Einen ollen Booster. Gehen wir mal gucken. Huch. Jetzt bin ich zu schnell gerannt. Nix hier. Ich hasse diese komischen Schrimp-Dinger oder was das auch immer sein soll. Ich hab keine Krabben bestellt. Geht weg. Lasst mich in Ruhe. Kein Bedarf auf Krabben. Kuh ist heil, ne? Kuh ist heil. Ja, okay, dann kämpfen wir also nicht gegen diesen komischen Schrimp.
sondern halt stürzen ins Wasser und ertrinken einfach. Aber ich wollte ursprünglich zu Duke. Der ist irgendwo da oben. Ich glaube, ich sehe auch schon wo. Gott, die sind aber hartnäckig im Vergleich zu den anderen Teilen. Aber genauso nervig wie in den anderen Teilen. Ist das der Katzfisch oder was? Jo, das ist der riesige Fisch. Alles klar. Mit dem möchte ich mich jetzt noch nicht anlegen. Du bist ja mutig, mich anzugreifen. Oh. Zack! Hallöchen, mein Blutsbruder. Hast mich nicht gesehen, hä? Die anderen auch nicht. Ich bin jetzt Teil der Landschaft. Ich habe gehört, dass du wegen einer Motordrezine zum Terminal willst. Dann hör mal zu. Ins Terminal kommt man nur übers Wasser. Zum Glück gibt es nebenan eine Anlegestelle mit einem Boot. Wurde offenbar von den Fanatikern zurückgelassen. Drinnen sind nur diese Tiermensch-Mutanten, so scheint es. Siehst du diese Tankstelle? Sie ist ein Banditenversteck. Sie überfallen die Fanatiker. Diese Typen scheinen vom Terminal wie Fliegen von du weißt schon was angezogen zu werden. Die Banditen haben während meiner Wache 3 von ihnen gefangen. Jetzt sieh dir dieses Gebäude. Dort halten die Banditen ihre Geiseln und Erlösegeräte. Die armen Kerle müssen richtig leiden. Ich habe den Oberst 3-mal um Erlaubnis gebeten, da reinzugehen, aber keine Chance. Ich verstehe das ja auch, aber Normalbürger habe ich immer vor Schuften wie diesen beschützt. Daher ist es für mich schwierig, die Füße stillzuhalten. Naja. Siehst du diese Ruinen? Dort ist auch ein Banditenlager. Sie haben Scharfschützen. Ich habe auf dem Dach mindestens eine Zieloptik auf dem Ziel gesehen. Daher würde ich keinen Leuten an mir empfehlen. Die Brücke ist komplett abgeriegelt. Die bewaffneten Leute dort zeigen sich nie. Sie rechnen definitiv mit einem Angriff von uns. Daher müssen wir uns im Moment um sie keine Gedanken machen. Hey, es ist deine Entscheidung, wann du aufbrichst. Aber im Dunkeln sollten die Banditen leichter zu meiden sein. Ich gehe auf jeden Fall auf meinen Posten zurück. Ist auf jeden Fall sehr gut versteckt, aber so. Jetzt war ich natürlich so doof und habe mir erst meine Waffen und alles vorbereitet, damit wir da problemlos durchjagen können. Ich muss Angst haben, hier angegriffen zu werden. Na gut. So, wir müssen natürlich da komplett durch. Da möchte ich rein. Da sind Telepathen. Und da möchte ich rein. Ich glaube, das ist sogar das
erste Gebäude, was ich betreten werde. Ich frage mich, wer hier gerade schießt. Und ich bin es ja offensichtlich nicht. Mal kurz auf die Map gucken. Genau. Verriegelt. Ja klar, die Jungs haben ihren Spaß. Ich muss hier abhängen. Scheiße. Sag mal, Weber, warum halten wir die Schwachköpfe eigentlich unter Verschluss? Also das ist ja mal eine dumme Frage. Was machen wir hier denn wohl? Warum zum Teufel soll ich hier alleine? Auf den Konvoi warten? Eine ganze Bande könnte hier getroffen werden. Siehst du? Er ist ein Anfänger. So, jetzt gehen. Jetzt müssen wir hier erstmal ein bisschen sneaky durchgehen. Und wenn ihr die anderen Metro-Let's Plays gesehen habt, wisst ihr, dass mir das nicht unbedingt immer gelingt. Ja, dann wären wir hinüber. Im günstigsten Fall. Ich verstehe. Warum haben wir sie dann nicht auf der Stelle erschossen? Sollten lieber seine Leute etwa selber rudern, wenn sie den Konvoi haben? Tja, Sergei hat gesagt, die Langeweile würde mich umbringen. Und er hatte recht. Ich hätte mit den Jungs gehen müssen, als ich noch die Möglichkeit hatte. Damit du dumme Fragen stellen kannst. Wir brauchen das Boot für den großen Plan und die Kähne und Sklaven sind nur eine kleine Planänderung. Wow! Und wie lautet der große Plan? Dass keiner von euch überlebt. Ding ist so laut. Eigentlich müssten die auch bei der Druckluftwaffe hören, dass einer schießt. Ich bin schon ein Jahr hier. Verdammt, es ist abgefahren. Und wie wollten Sie das machen? Auf einzig wahre Weise. Mit Kreuz und Gebet. Ruhig jetzt. Ganz ruhig jetzt. Ganz offensichtlich. Da liegt ein ganzer Haufen Leichen rum. Und was glaubst du, was Urbos Ihnen erzählt? Was? Dass Sie gestorben sind, weil Ihr Glaube nicht stark genug war. Es waren Sünder. Verdammt, ich hab mich tot. Scheiße! Was zum Teufel ist das für ein Scheiß? Seid dich! Nur ein kleines bisschen, du Schweinehund! Was zum Teufel? Ich komme lieber in Deckung! Da ist er, dieser Scheißer! Hierher! Er ist hier! Zu wissen, wo ich. Oh! Oh Gott, jetzt habe ich mich vor dem Hund erschreckt. Oh nein, jetzt habe ich den. Oh Gott. Jetzt habe ich den armen Wuffi erschossen. Was ist da unten, Leute? Nichts, nichts, hier ist nichts. Ganz ruhig da oben bleiben. Ich kriege die auch da oben. Aber erstmal muss ich hier deine Freundin ein bisschen ausnehmen. Ach, weißt du was? Ich komme dich jetzt zuerst holen.
Ach, da läuft noch einer. Ping! Da ist der Scheißer! Unser Mann hat's übel erwischt! Ja, gleich. Ich lass euch gleich raus. Ich glaube, wir müssen jetzt gleich erstmal mit denen verhandeln, was die denn so zahlen, bevor wir die gehen lassen, oder? Ne, ich glaube, jetzt brennen gerade die Kommentare unter diesem Video. Nein, ich lasse sie natürlich alle raus, keine Sorge. Schloss? Ach, das Schloss hier. Wir werden auch für dein Seelenheil beten, solange wir leben. Auch wenn du ein Ketzer bist. Gott segne dich. Gebete sind gut, aber ich möchte dir mit etwas Handfesterem danken. Hör gut zu. Im Terminal gibt es einen Raum. Dort bringen wir alle sündigen Dinge hin, damit der Fisch sie läutert. Hier, nimm diesen Schlüssel. Du bist ohnehin ein Sünder. Vielleicht findest du da etwas Nützliches. Simon, das darfst du nicht! Selantius wird dich dafür exkommunizieren! Das wird er nicht, wenn du es ihm nicht erzählst. Oder möchtest du lieber hier sterben? Durch die Klinge eines Heiden? Natürlich nicht! Ich sag nichts! Ich glaube, er wird dich verraten. Geben wir ihm etwas Zeit zum Erholen. Anschließend gehen wir mit Gottes Hilfe zur Brücke zurück. Ja, dein Wille geschehe. Schon klar. Diese Fanatiker immer. Ich meine, glauben schön und gut, aber dass man sich auf einen einlässt, der predigt, das und das ist böse und das dann auch noch glaubt, das ist ein bisschen... Naja, okay. So, aber auch hier befindet sich kein Benzin. Ah, vielleicht an der Tankstelle von der eben... Entschuldigung, von der Hugh gesprochen hat. Bücher. Aber nichts, was ich gebrauchen kann. Ach, schade. Was haben wir hier schön? Oh. Ich nehme eure Sachen einfach mal mit. Da ist noch ein Container. Schauen wir rein, ob da noch was ist. Ach, das ist ein Unterschlupf von Crest. Noch ein kleines Stückchen leer. Und die verdammte fliegende Dachverzierung hätte mich erwischt. Wo kommen diese hässlichen Dinge eigentlich her? Man kann sie nicht einmal erschießen. Am besten stoppt man ihren Arsch mit so viel Schrot vor, dass sie irgendwo vom Himmel fallen. So. Das erste, wonach ich jetzt gucke, ist, ob wir unsere Gasmaske endlich reparieren können. Ja, Gott. Es fehlt nur ein kleines bisschen, ne? Nehmen wir mit. Umso besser wir ausgerüstet sind, umso schöner ist es. Ich war noch nicht fertig, Mann. Das
der immer gleich alles wieder zusammenpacken muss. Ja, Waffen. Die müssen wir dringend reinigen. So, was haben wir da? Oh, ja. Endlich mehr Munition. Die ist sauber, die ist sauber. Hast du einen Schalldämpfer drauf? Hast du. Also jetzt bei einzelnen Gegnern ist mir das mit dem Schalldämpfer egal, aber bei gerade so Gegnergruppen finde ich den Schalldämpfer schon sehr wichtig. Komm, auf hier. Da ist das. Da waren wir gerade drin. Und genauso wie da. Das heißt, eigentlich haben wir unsere Aufgabe hier erledigt und können erstmal die Gasmaske wieder abnehmen. Nicht, dass die uns kaputt geht. Also ja, eigentlich könnten wir jetzt rüber zur Tankstelle gehen und da weitermachen. Aber ich will erst noch gucken, was hier drin ist. Ich bin neugierig. Nichts. Doch, da ist was. Bei mir klingt das auch immer so, wenn ich springe. Oh Mann. So. So, wir wandern jetzt gerade noch zu Duke hoch. Und dann sind wir schon fast am Folgenende. Dann muss ich mir aber auch noch... Gucken wir nochmal auf die Karte. Das Safehouse habe ich geklärt. Da drüben ist noch was, wo ich hin möchte. Aber ich möchte mich als erstes um das da kümmern. Um die... Nee. Das da ist die Tankstelle, ne? Wo ist er hin? Ich hätte jetzt nicht stehen bleiben dürfen, das war jetzt... Da war ich jetzt selber schuld dran. Also nochmal schnell heilen. So. Wenn du nochmal auf mich zugeflogen kommst, bist du gleich tot. Überleg's dir. Gern, was da unten ist. Gut. Alles klar, ich bringe mich erstmal in Sicherheit. Verstecken wir uns einmal schnell hier bei Duke. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, stellt das Schlafen Leben wieder her. Herstellen. Oh. Halt. Ich kann doch sicherlich Dinge zerlegen. So wie die da. Die brauche ich nicht. Mollys benutze ich auch nicht. Was war das denn jetzt?
So, und damit haben wir eigentlich erstmal genug hergestellt, um noch ein bisschen Munition herzustellen. Ja, einmal. Schön. Ja gut, das soll erstmal reichen. So, ich glaube, das da ist die Tankstelle gewesen, von der er gesprochen hat. Da... Ich nehme mal... Nein, jetzt nimm doch... Ah. So. Genau, das ist die Tankstelle, von der er gesprochen hat. Das heißt, da werde ich mich als erstes hinbewegen und gucken, dass wir das Benzin kriegen. Wobei das eigentlich ziemlich dumm ist, ne? Ich sollte erst nach rechts gehen. Erst nach rechts. Dann den Teddy holen. Wobei wir fahren da sowieso an allem vorbei, oder? Wenn ich das gerade richtig sehe, fahren wir sowieso an allem vorbei. Das heißt, ich kann direkt rüber zu der Tankstelle. Genau, dann gehen wir doch als erstes zur Tankstelle und dann... Ja, dann gehen wir zurück und holen den Teddy und was auch immer in dem Gebäude da eigentlich ist. So. Aber jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.